Servus und willkommen zu Scrap Mods Nummer 16. Und heute habe ich zum dritten Mal jetzt schon in Scrap Score Daniel der Stolle mit Scrap Flora. Diese Mod fügt originale Scrap Mechanic Flora sozusagen hinzu. Gucken wir uns gleich noch etwas genauer an. Da gibt's Gräser, Blumen, Pilze, Büsche und auch Bäume. Die Mod beinhaltet momentan 25 Objekte, also 25 Büsche, Bäume, also insgesamt jetzt. Also gucken wir uns doch einfach mal kurz hier rein. Da seht ihr das Ding. Hinzu dann noch die zwei Blöcke hier, den Dreckblock, Dirtblock und den Grasblock. Und ja, das Ganze lässt sich noch nicht einfärben. Es ist Version 1.0. Er möchte da gerne noch ein bisschen weiter dran machen, ein bisschen weiter basteln und ja, schauen wir uns das nämlich hier mal kurz an. Oh, da hat sich die Textur verändert. Das sah mal anders aus. Mal wirklich anders ist. Also es fehlen halt auch noch einige Gräser und Sachen. Aber das seht ihr schon, die Ähnlichkeit ist schon gegeben. Hier diese rote. Oh, upsla, das ist die falsche. Da, die rote. Klar, die bewegt sich halt nicht. Aber es ist dieselbe Pflanze. Ein bisschen größer geraten vielleicht, aber auch nicht schlimm. Die weißen. Mal gucken, wo finden wir denn hier noch ein paar Pflanzen? Ah, hier haben wir die weiße. Da, das ist original aus dem Spiel rausgenommen. Oder die blauen. Da hinten haben wir noch ein paar blauen. Da, das würde gar nicht auffallen, wenn ich hier jetzt hinzumache. Okay, gut, die bewegt sich halt nicht. Dass ich die wieder wegkriege. Ja, und die Bäume halt. Also, die sehen auch natürlich hier. Die sind hier aus dem Original. Gut, die Bäume werden jetzt schwer sein, hier zu finden. Vielleicht da hinten. Gucken wir mal da kurz. Machen wir mal einen kleinen Ausflug ins Grüne. Ich meine, das kommt ja auch selten vor, dass ich mal irgendwo anders hin watschel. Sind das die hier? Ah, ja, nur ein bisschen andere Farbe. Also es ist, wie gesagt, der möchte es noch gerne erweitern. Es ist mal in den Kinderschuhen und sie haben auch eine Kollision. Also ich kann jetzt hier nicht nochmal eins draufsetzen. Also das ist ein Block und dann die Büsche sind, oh hoppla, die Büsche sind zum Beispiel zwei Block. Aber nichtsdestotrotz können wir hier dann was Feines basteln. Das sieht natürlich dann doch schick aus. Habe ich auch für meine neuen Straßenmodule habe ich auch seine Scrap Flora Mod benutzt. Jetzt durch das neue Update sind ja noch ein Haufen neue Blümchen hinzugekommen. Die wird er wahrscheinlich später alle noch nach und nach in der Mod mit einbinden. Jo, mit den Bäumen sieht es gerade echt ein bisschen doof aus. Halt, dass da könnte einer sein. Ein ähnlicher. Ja. Aber man sieht schon hier dieses Gefleckte. Das haben wir hier auch. Wobei ich sagen muss, dass mir der von Daniel jetzt besser gefällt. Von Daniel der Stolle. Finde ich, das sieht alles so grün aus. Und man kann natürlich hier im Baum natürlich einen Baum platzieren. Das sieht dann halt ein bisschen strange aus. Geht aber alles. Yay. Ja, machen wir ein bisschen Urwald hier. Okay. Ja, das ist ja fast eigentlich schon alles. Er hat auch noch ein paar Steinchen reingemacht. Die sehen auch gut aus. Passen auch recht gut immer zusammen und so. Aufpassen, dass ich nichts unter die Karte setze. Also, wie gesagt, 25 Objekte sind es bisher. Jetzt habt ihr das Ding auch mal von hinten gesehen. 25 Objekte sind es bisher. Er möchte, wie gesagt, noch deutlich mehr hinzufügen. Und mal schauen, was die Zukunft so bringt. Vielleicht gibt es ja irgendwann die Möglichkeit, dass die sich dann auch tatsächlich im Wind mitbewegen sozusagen. Aber
Mal abwarten, was die Zukunft von Scrap-Mechanik noch so bringt. Okay, das wär's schon gewesen. Knutz und knackig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.